Prinzessin Kate Royal Experte sicher, ihr endgültiges Comeback steht kurz bevor. Aufgrund ihrer Krebserkrankung hat Prinzessin Kate sich größtenteils aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Doch laut einem Royal-Experten könnte sich das bald ändern. Seit Anfang 2024 hat Prinzessin Kate, 42, kaum noch royale Pflichten übernommen. Damals machte die Ehefrau von Prinz William, 42, ihre Krebserkrankung öffentlich. Seither gab es nur wenige öffentliche Auftritte der Prinzessin. Beim Trooping the Colour zeigte sie sich an der Seite ihrer Familie. Und das Wimbledon-Finale der Männer besuchte sie gemeinsam mit ihrer Tochter Charlotte, 9, und ihrer Schwester Pippa, 40. Doch ein Royal-Experte ist sich sicher, dass es Anzeichen gibt, dass Kates Rückzug aus der Öffentlichkeit bald ein Ende haben könnte. Royal-Experte glaubt an baldiges Comeback von Prinzessin Kate. Wie Phil Dampier gegenüber The Sun erklärt, könnte es sogar kommenden Monat, also September 2024, schon so weit sein, dass sie ihre royalen Pflichten wieder aufnimmt. Es ist ein sehr gutes Zeichen, dass wir Kate in den letzten Wochen zweimal gesehen haben. Zunächst bei Trooping the Colour und dann beim Wimbledon Finale. Das deutet darauf hin, dass sie eindeutig auf dem Weg der Besserung ist und hoffentlich in einem Monat oder so im Herbst wieder aktiv sein wird. Ein weiteres gutes Anzeichen für den Royal-Experten? Kates kommende Reise nach Balmoral. Auf dem schottischen Landsitz verbringt die Königsfamilie traditionell ihre Sommerferien. Angeblich soll auch Kate diese Reise in diesem Jahr trotz ihrer Erkrankung wieder antreten. Olympia-Video, neues Lebenszeichen von Prinzessin Kate. Gerade erst zeigte sich die dreifache Mutter auch in einem Social-Media-Clip im Rahmen der Olympischen Spiele an der Seite ihres Mannes. Von den Strapazen der vergangenen Monate ist ihr dabei nichts anzumerken. Das fiel auch vielen Royal-Fans in den Kommentaren auf. Eine Person schrieb auf der Plattform X zum Beispiel hoffnungsvoll: "Ich freue mich sehr, denn die Prinzessin von Wales sieht großartig aus. Ich hoffe, das bedeutet, dass die Erholung nach Plan verläuft." Royal-Experte, Prinzessin Kate ist stärker als Prinz William. Laut dem Royal-Experten ist es vor allem Kates eigene innere Stärke, die sie durch diese schwere Zeit bringt. "Ich bin sicher, dass William sehr geschockt war, als Kate die Diagnose erhielt. Es ist immer ein großer Schock und eine enorme Sorge. Wenn jemand in ihrem Alter mit Krebs diagnostiziert wird", erklärte Phil Dampier. "Kate erinnert mich in gewisser Weise an den verstorbenen Prinz Philipp 99. Sie hat eine innere Stärke und zieht aus ihren Reserven. Auch wenn sie diejenige ist, die krank ist, wird sie wahrscheinlich die stärkere von beiden sein, um das durchzustehen."